Ich habe mich mit diesem Thema längere Zeit auseinandergesetzt und ich habe versucht, das so ein bisschen zu strukturieren. Es geht um die Reaktion der Muschrikun auf die Dawa in der damaligen Zeit, zur Zeit des Propheten a.s. Und ich möchte das mit der heutigen Zeit vergleichen. Und ich habe mich als Beispiel gemacht, nicht weil ich mich auf eine Stufe mit dem Propheten a.s. stellen will, a'udhu billah, natürlich nicht. Das kann kein Muslim machen, wenn sich irgendjemand mit dem Propheten auf eine Stufe stellen würde, dann ist er ein Kafir, ohne Frage. Weil der Prophet a.s. ist ohne Zweifel der beste Mensch und ist das beste Vorbild. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Aber ich habe mich als Beispiel genommen in der heutigen Zeit, weil ich meine Situation einfach am besten kenne. Und weil ich dann sage, guck mal, das ist damals passiert und heute passiert das so. Denn wir müssen uns eine Sache müssen wir uns vor Augen führen. Der Koran, der besteht prinzipiell aus drei Teilen. Ich meine nicht 30 Teile von 30 Juz. Erst das Juz, dann Juz Amma am Ende, dann Juz Tabarak. Ich meine drei verschiedene Arten von Themen. Erstes Thema ist Akida und Tawhid. Zweites Thema ist Ahkam, Regeln, wie betet man, wie fastet man, was ist erlaubt, was ist verboten. Das dritte Thema ist Akida und Tawhid. Ja? Das dritte Thema sind Qissas, Geschichten. Und Ibn Qayyim, der sagt, eigentlich ist der ganze Koran Tawhid. Warum? Weil die Regeln, die man befolgt, das Beten, das Schlachten, das sich an Halal und Haram halten, das ist ja auch verbunden mit Tawhid, das ist nicht losgelöst. Im Gegenteil, das ist vielleicht in der heutigen Zeit sogar der Aspekt des Tawhids, der am meisten angegriffen wird, dass man versteht, dass Allah derjenige ist, der das Recht hat zu sagen, was Halal und was Haram ist. Wie Allah zum Beispiel sagt in Sure 9, Vers 31, dort, was sagt er dort? Dort sagt er, ja, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Was heißt das? Sie haben sich ihre Schriftgelehrten und ihre Mönche zu Göttern neben Allah genommen, dabei ihnen ist ihnen nur befohlen worden, einen einzigen Gott anzubeten. So, da kam Adi ibn Hatim, der vom Christentum nachher zum Islam konvertiert ist, und er hat gesagt, wir beten die nicht an, die Schriftgelehrten. Und dann meinte der Prophet, haben sie nicht das, was halal ist, haram gemacht, und das, was haram ist, halal gemacht? Und ihr habt ihn gefolgt, er sagt, ja. Er sagt, das ist eure Ibadah ihm gegenüber. Das heißt, der Muslim muss ganz klar wissen, dass kein Wort über das Wort des gesamten Allahs beziehungsweise über Koran und Sunna stehen darf. Wenn der Koran was sagt, wenn die Sunna was sagt, dann sagen wir nicht, warum, wieso, weshalb, sondern sagen wir was? Sami'na wa ata'na. Subhanallah. Viele Leute haben heutzutage die Eigenschaften vom Shaitan. Der Shaitan, der hatte genau diese Eigenschaft. Allah sagt, sie macht Sujud vor Adam. Was sagt er? Warum? Sinngemäß, ja. Ich bin doch aus Erde, der ist aus Erde, ich bin aus Feuer. Warum? Heute einige Muslime, die sich im Islam so schreiben, da sagt einer, oh, Kopftuch ist Pflicht. Da sagt er, ja, warum heute, wir leben doch, es ist doch jetzt das 19. Jahrhundert und so weiter. Das heißt, was will ich damit sagen? Diese drei Bestandteile sind eigentlich eins. Und jetzt fragen wir, warum erwähnt Allah so viele Qissas, so viele Geschichten im Koran? Weil wir daraus lernen, weil das die beste Methode ist, um zu lernen. Und aus einem Grund, weil sich die Geschichte immer wieder wiederholt. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Und so siehst du beispielsweise, dass Allah Geschichten von verschiedenen Propheten erwähnt, die verschiedene Probleme hatten. Das Volk von Lut war ein Volk, das Probleme hatte mit Schahawat, mit Gelüsten, ja, Homosexualität, Sünden, die sie gemacht haben, Unzucht. Das Volk von Shu'aib, Madian, das war ein Volk, das mit Geld Probleme hatte. Und genauso sehen wir heute. Wir sehen heute Leute,
Die haben vielleicht kein Problem mit, dass sie in Sina fallen, aber die haben Probleme mit Geld, die betrügen. Und du hast andere Leute, ja, die haben vielleicht kein Geld mit Betrügen, die sind vielleicht ehrlich, aber die haben Probleme mit was? Mit Frauen, dass sie Unzucht begehen, etc. Und dann eine Geschichte wird im Koran am meisten erzählt. Welche? Die Geschichte von Musa a.s. Wie oft wird er erwähnt? 124 Mal. Warum? Weil Musa seine Geschichte am ähnlichsten ist zu der vom Propheten Mohammed, weil er auch ein Prophet war, der ein Herrscher zur selben Zeit gewesen ist. Und weil diese Umma es bis zum jüngsten Tag mit Tyrannen zu tun haben wird, oder vielleicht nicht genau richtig bis zum jüngsten Tag, aber in ihrer Geschichte viel mit Tyrannen zu tun haben wird, ähnlich wie der Pharao bei Musa a.s. Und daraus lernen wir. Und die Geschichte des Propheten Mohammed a.s., was ist die? Die ist für uns wie eine Apotheke. Der Apotheker, der guckt in der Apotheke, welche Medizin er für eine bestimmte Krankheit nimmt. Das heißt, man muss erstmal die Krankheit analysieren und dann schaut man, welche Krankheit nehme ich. Weil der Prophet hatte verschiedene, es gab verschiedene Phasen. Es gab die Phase, wo die Dawa im Stillen war, geheim. Es gab die Phase, wo die Dawa laut war. Es gab die Phase, wo Dawa verbunden war mit Verteidigungskrieg. Es gab die Phase, wo die Dawa verbunden war mit Angriffskrieg. Das heißt, diese vier Dawa-Phasen, wie einige Gelehrte das unterteilen. Ja? Und da müssen wir gucken, wann hat der Prophet was gemacht, wann hat der Prophet sich wie verhalten. Und deswegen ist es für uns wichtig, wie hat der Prophet sich in einer Situation verhalten, die so ähnlich war wie unsere Situation hier in Österreich oder in Deutschland. Es kann sein, dass jetzt zur selben Zeit in einem anderen Land eine ganz andere Situation herrscht, die nicht vergleichbar ist mit unserer Situation. Ja? Und es kann sein, dass hier in Österreich oder in Deutschland in 20 Jahren eine andere Situation herrscht als jetzt. Und wir lernen das erstmal, damit wir den Maßstab haben für die richtige Dauer. Wenn wir uns bewegen, wir müssen wissen, machen wir es richtig. Und du kannst an der Reaktion deiner Gegner sehen, ob deine Dauer richtig ist. Und manche Leute, die denken heutzutage leider, die denken, wenn sie in Ruhe gelassen werden, das wäre ein Zeichen dafür, dass sie weise gewesen sind. Die denken, wenn alle mit ihnen zufrieden sind, sie kriegen den Integrationspreis geschenkt und man sagt, ach, sie sind aber ganz tolle Menschen, sie kriegen von uns den Integrationspreis, dann denken sie, jetzt haben sie es richtig gemacht. Wir fragen uns, stimmt das oder stimmt das nicht? Wir gucken uns einfach mal an, was der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam dazu gesagt hat, beziehungsweise was in dieser Zeit passiert ist. Ist der Prophet sallallahu alaihi hat der Integrationspreis bekommen oder was haben sie getan? Warak ibn Nawfal, der Cousin von Khadija radiallahu anha, als der Prophet a.s. kam mit der ersten Botschaft, Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Und er ist zu ihm gegangen, sie haben es ihm vorgestellt, er war jemand, der die hebräischen Schriften kannte, der die Geschichten der Propheten kannte, der aus diesen Geschichten gelernt hat, weil sich diese Geschichte wiederholt. Was hat er zu ihm gesagt? Hadha al-namusul akbar alladhi unzila ala Musa. Okay, Makal. Das ist der Namus al-Akbar, also Jibril, der zu Musa gesandt wurde. Leitani jada'un, leitani akunu hayyan, wa yukhrijuka qawmuk. Würde ich nur jung sein, würde ich nur lebendig sein, wenn dein Volk dich vertreibt. Der kommt mit fünf Sätzen, von fünf Versen vom Koran. Und Warak ibn Nawfal, der die Schriften kennt, der die Geschichte kennt, der weiß, dass sich die Geschichte wiederholt, der sagt, das ist der Namus al-Akbar, würde ich doch nur jung sein, würde ich doch lebendig sein, wenn dein Volk dich vertreibt. Ohne Zweifel. Die werden dich bekämpfen. Was sagt der Prophet a.s.? Er sagt, das ist in Bukhari, dieser Hadith. Anukhrijiyahum. Werden die mich vertreiben? Was sagt Warak ibn Nawfal? Er bringt den Beweis aus der Geschichte. Er weiß, dass die Geschichte sich wiederholt. Er sagt, Naam, lam ya'ti rajulun bimithli qat illa udiya. Es ist noch keiner mit dieser Botschaft gekommen, außer dass er angefeindet wurde. Das ist die Sunna. Was sagt der Koran dazu?
Sure 2, Vers 120. لَنْ تَرْدَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا نَصَارَ هَتَّ تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ. Juden und Christen werden erst mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Weg folgst. Und das heißt, manche werden nicht zufrieden sein, werden dich bekämpfen. Manche werden nicht zufrieden sein und werden dich in Ruhe lassen. Aber sind nicht mit dir zufrieden. Aber es gibt welche, die werden dich bekämpfen. وَلَا يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ هَتَّ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَعُوا. Sie werden dich so lange bekämpfen, bis sie die euch von eurer Religion wegbringen. Wenn sie es kann, das ist der Koran. Das sind nicht meine Worte. Versteht ihr? Das Problem ist, wir bringen manchmal diese Sachen, ja, und dann sind die Leute einem Vorwurf verwandt. Das ist, was der Koran sagt. Der Koran sagt, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهُ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَقُونُ عَلَيْهِمْ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرًا. Er sagt, diejenigen, die ungläubig sind, heißt das nicht unbedingt jede einzelne Person, aber im Allgemeinen wird es diese Strömung geben, geben ihr Vermögen aus, um vom Weg Allahs abzuhalten. Sie geben ihr Vermögen aus, um vom Weg Allahs abzuhalten, und sie werden es ausgeben. Und dann wird es für sie eine Gram sein. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرًا. Was passiert dann? ثُمَّ يُغْلَبُونَ. Und dann werden sie besiegt werden. Und dann werden sie besiegt werden. Sie werden ihr Geld ausgeben. Sie werden es ausgeben und es wird eine Gram für sie sein. Und dann werden sie besiegt werden. Es wird passieren. Das steht im Koran. Das ist das Wort Allahs. Das sind nicht meine Worte. Jetzt. Was ist los? Was? Das ist der Punkt. Und das müssen wir uns merken. Ja? Das heißt nicht, dass wir jeden, der jetzt kommt, so angucken, aber wir müssen auf der Hut sein. Wir müssen wissen, diese Religion wird angefeindet. Weil der Prophet, der war weiser als wir und der wurde angefeindet. Dann, wenn wir diese Sachen lesen, dann lesen und lernen, dann wissen wir auch, wie wir reagieren. Wie reagieren wir, wenn wir angegriffen werden? Wie reagieren wir auf die Spaltungen? Bruder, ich sage es euch. Allah sagt im Koran, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. Streitet euch nicht. So, ja? Das heißt, man soll keinen Tanazu haben. Ja? Warum? فَتَفْشَلُوا. Denn dann werdet ihr scheitern. Eure Kraft wird gehen. Ach, was haben die Kuffar immer geschafft? Ach, Shays ibn Qais. Und wir kommen dann nachher noch drauf. Ja? Jude, der hat gesehen, Aus und Khazraj sind zusammen nachher. Aus und Khazraj, die Stämme von Medina, die zwei großen Stämme von Medina. Ja? Das heißt, dieser Jude damals zu dieser Zeit, ich rede nicht über alle Juden, ich rede über diese Person, weil die sind auch gerne am Hören, was ich erzähle. Das ist. Kann man das Mikrofon vielleicht ein bisschen niedriger stellen? Das halt zu sehr. Shays ibn Qais, ja? Als er gesehen hat, Aus und Khazraj, die sich vorher bekämpft haben und wo Allah ihre Herzen zusammengebracht hat, sind zusammen. Was hat er gemacht? Er hat jemanden dorthin geschickt, der sie an die Geschichte erinnert. Ah, guck mal, früher gab es Kriege unter euch und der war so stark. Kurze Zeit später waren sie sich fast am Bekämpfen. Ach, so haben die Leute, so haben die es geschafft, auch Probleme zum Beispiel zwischen Araber und Türken zu schaffen, die Brüder sind. Probleme zu schaffen in Algerien zwischen Berbern und Arabern. Und so weiter, auf der ganzen Welt. Man versucht immer, diese Sache zu trennen. Ja, wir sind verschiedene Stämme. Aber Allah sagt im Koran, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَى. Und das ist etwas, was man sich merken muss. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَى. Der Prophet a.s. hat gesagt, dass der Araber keine Huld hat über den Nicht-Araber. Sondern wer ist der Beste? Allah sagt im Koran, in Sure 46, Vers 19, oder 13 oder 16, auf jeden Fall, Sure 46, Surat al-Ahqaf, nee, Surat al-Hujarat, Sure 49, Entschuldigung, er sagt, Ya ayyuha an-nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum. Das heißt, O ihr Menschen, wir haben euch als eine männlichen und weiblichen Wesen erschaffen und haben euch zu Stämmen und Völkern gemacht. Auf was? Auf dass ihr euch bekämpft? Nein, auf dass ihr euch gegenseitig kennenlernt. Wahrlich, der Beste unter euch ist wer? Der Pakistaner, der Araber, der Deutsche, der Österreicher, der Türke, der Albaner. Der Gottesfürchtigste ist der Beste unter euch.
Ja, deswegen, wir lernen also, wie wir reagieren, und dann festigt es uns. Es festigt uns, wenn wir wissen, was denen vor uns passiert ist. Bruder, heutzutage viele Leute kippen um bei der ersten Mücke, die durch die Luft fliegt. Die erste Biene kommt an, die, oh nein, lass mich unter dem Tisch verstecken. Ach ja, aber wenn du siehst, ein Khabab ibn al-Arad, der wurde für die Religion auf heiße Steine gelegt, die sich in seinen Rücken, in sein Fett am Rücken gebrannt haben, ja, bis er sein eigenes Fleisch gerochen hat. Ja, wenn du das weißt, ach, dann bist du anders am Reagieren. Wenn du weißt, da waren Leute, die sind in der Mitte durchgeschnitten worden für ihre Religion und die sind standhaft geblieben, dann wirst du sagen, ich bin auch standhaft. Wenn du weißt, da waren Leute, die sind ins Feuer geschmissen worden, bei lebendigem Leib, Sure 95, Buruj, ja, die sind ins Feuer geschmissen worden. Kutila ashabul ukhdud, an-nari zatil wukud, ithum alaya qud, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minin shuhud, wama naqamu minhum, illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Der letzte Satz, ganz wichtig. Und sie haben nichts an ihnen gehasst. Das ist das Wort Allahs. Sie haben nichts an ihnen gehasst, außer dass sie an Allah, den Allmächtigen, den Lobenswerten, geglaubt haben. Und die haben die ins Feuer geworfen. Und als letztes kam eine Frau, alle sind ins Feuer geworfen worden, verbrannt worden für ihren Glauben. Als letztes kam eine Frau und sie hatte einen kleinen Jungen, ein kleines Kind auf dem Arm. Und sie hat gezögert, dass sie getötet wird. Sie wollte vielleicht vom Glauben abfallen. Und was sagt dieser kleine Junge zu ihr? Isbiri ya umma, fa innaki ala al-haq. Habe Geduld, Mama, denn du bist auf der Wahrheit. Du hast die Wahrheit. Deswegen sage ich euch, Brüder und Schwestern, und den Muslimen in ganz Europa und auf der ganzen Welt, lasst euch nicht einschüchtern. Habt Geduld, denn ihr seid auf der Wahrheit. Isbiru ya, ya mashar muslimin, fa innakum ala al-haq. Habt Geduld, Muslime, ya mashar muslimin, fa innakum ala al-haq. Hab Geduld. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Und wir haben gesagt, dass es in der Dawa, in der Sira verschiedene Stufen gibt. Die ersten 3 Jahre des Propheten gab es die sogenannte stille Dawa, beziehungsweise die geheime Dawa wird sie genannt. Das heißt, der Prophet ist nicht nach außen öffentlich gegangen, hat gerufen, ja, nehmt den Islam an, sagt diesem Mann so, sondern der hat sich einige Leute gekrallt, ist mit denen in die Moscheen gegangen, beziehungsweise nicht in die Moscheen, sondern die haben, nachdem sie 30 Leute den Islam angenommen haben, hat er eine Institution gegründet. Danke, inshallah. Aber Bruder, guck mal, am besten beim Vortrag, ne, immer gar kein Wasser verteilen. Also, weil ich sage das, weil das die Leute ablenkt. Aber ist gut, ich habe das jetzt gebraucht. Ich wollte das nur sagen für die anderen auch. Ich erlebe das manchmal zum Beispiel bei Vorträgen, da kommen dann Leute, ja, und die gehen dann durch die Reihen mit Wasser. Trinken kann man vorher und nachher, weil beim Vortrag muss man sich konzentrieren, weil sonst redet der und der und der. Ich war einmal bei einem Vortrag gewesen in der Moschee, da haben die Tee reingebracht, ja, Tee, da hat die dann Löffel gehabt mit Tee, erst vor dem Lachen, weil dabei auf einmal waren die alle so dran. Kling, 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 da war auf einmal die ganze Moschee war kling, klang, kling, kling, mit dem Löffel, kling, 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 ja. So, und das, wie gesagt, aber Jazakallah khairan, Allahu razu al-sun. Dankeschön, inshallah. Weil für mich ist das jetzt brauchbar auf jeden Fall. Aber, um darauf zurückzukommen, ja, diese Dawa Sirriya war so gedacht, was war die Weisheit dahinter? Weiß einer, oder hat einer mal gehört, was man sagt, was die Weisheit war, der ersten 3 Jahre Dawa, warum die ersten 3 Jahre die Dawa im Geheimen war? Man sagt, das war gewesen, es gibt verschiedene Interpretationen davon, aber der Prophet hat nicht gesagt, die ersten 3 Jahre sind deswegen und deswegen, sondern kommen Gelehrte mit Ijtihad. Eine Interpretation ist, dass Gelehrte sagen, dass es dazu da war, um zu vermeiden, dass die Basis der Dauer vom Grunde, von der Wurzel auf eliminiert wird. Das heißt, sie mussten erstmal mehrere werden, bis sie nicht mehr ausgelöscht werden konnten auf einfache Art und Weise. Ja? So. Aber es gibt Sachen, die gegen diese Interpretation sprechen. Zum Beispiel, dass nach 3 Jahren Dauer der Prophet, es gibt unterschiedliche Überlieferungen, die ich gefunden habe, 60, habe ich gehört in manchen Vorträgen,
beziehungsweise 130 Personen waren. Und zu diesem Zeitpunkt wäre es eigentlich auch möglich gewesen, die auszuradieren. Die andere Sache ist, dass wir in der Dawa der anderen Propheten diese Herangehensweise nicht unbedingt sehen. Zum Beispiel Musa a.s., der ist direkt volles Risiko gegangen. Direkt zum Pharao. Was hat er zu dem gesagt? Der hat gesagt, unser Treffpunkt ist am Yawm Sina. Was war Yawm Sina? Das war der Tag, wo das war das große Fest in Ägypten damals gewesen, wo alle Leute rauskamen. Warum? Er wollte dort diesen Wettkampf haben mit den Zauberern, damit direkt alle Leute sehen, wer die Wahrheit vertritt. Deswegen, wie man dies auch interpretieren kann, ist, dass dies eine Erleichterung ist für die Umma. Das heißt, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, wie der Prophet in Mekka, wo Leute gefoltert wurden, das war nicht wie jetzt. Ja, jetzt so, du kannst sagen, ich bin Muslim geworden, Islam ist die wahre Religion. Ja, die gehen dir vielleicht ein bisschen auf die Nerven, die sagen, schreiben Hassprediger oder so, ja. Also für mich interessiert das gar nicht, ob die das schreiben. Das ist für mich eher so, ich sehe das mittlerweile als Lob, sehe ich das an. Das ist für mich eine Taskia, das ist für mich eine Bestätigung, ja, weil wir haben nie etwas Falsches gepredigt. Wir haben nicht zu Hass aufgerufen, sondern wir haben zu was ganz anderem aufgerufen. Aber nee, daneben, ja. So, das heißt, du hast nicht diese Situation wie damals. Damals gab es die Gefahr, es sind Leute getötet worden. Ja, Sumeya und Yasir, die sind getötet worden, weil sie den Islam angenommen haben. Aber es gibt Situationen in der Geschichte, wo das wiederkehrt. Zum Beispiel, wir haben heute viele Brüder aus Tschetschenien. In der Zeit von Stalin, diesem Mujrim, diesem Verbrecher beispielsweise, ach ja, da kommen die Leute noch nicht mal einen Koran zu Hause haben. Stimmt das? Das ist doch so, oder? Das heißt, wenn du dort einen Koran zu Hause hattest, dann kann es sein, dass sie dich in ein Gefängnis bringen oder dich sogar töten. Das heißt, die haben Millionen von Menschen getötet. Der Stalin wird gesagt, dass der in seiner Amtszeit 50 Millionen Menschen ausradiert hat. Und davon viele Muslime, um die Religion platt zu machen. Und da gab es einige Gelehrte, ich habe da diese Geschichte gehört, da gab es zum Beispiel einen, der ist 60 Jahre, guck mal, von Dorf zu Dorf gegangen und ist dann dort in eine Wohnung rein, hat sich dort eingesperrt, ist nicht rausgegangen und die Muslime in Russland oder in der Sowjetunion damals, die haben dann ihre Kinder dorthin gebracht, damit er ihnen Arabisch beibringt und Koran beibringt und so weiter. Das ist eine unheimlich schwierige Situation, da konntest du keinen Verein gründen wie hier oder machst öffentlich Adhan oder was auch immer. Ja, das heißt, das ist eine Erleichterung für solche schwierigen Situationen. Ja, das kann man auf jeden Fall auf diese Art und Weise verstehen. Ja. Deswegen muss man immer gucken, in welcher Situation sind wir heute. Deswegen, ich denke, dass wir in Deutschland nicht in der Situation, oder in Österreich nicht in der Situation der stillen Dauer sind, das heißt der geheimen Dauer, wo wir uns irgendwo geheim treffen, sondern wir sind in der Zeit der lauten Dauer. In der öffentlichen Dawa. Wir können Dawa-Stände machen, wir können uns treffen. Wir haben sogar noch mehr Freiheiten, als der Prophet hat zur Zeit der öffentlichen Dawa. Weil da wurden noch Leute gequält, der Prophet wurde angegriffen, er wurde beschmissen, man hat ihn angegriffen. Oder ist er einer anderen Meinung in dieser Sache? Ich denke, dass eigentlich jeder der Meinung ist wie ich, dass wir in der Phase sind der lauten Dauer. Aber meine Analyse, ich habe jetzt mehrere Wochen diese ganze Sache analysiert. Ich denke, dass man nicht einfach nur sagen kann, wir sind in der Phase der lauten Dauer, sondern wir müssen das Leben des Propheten als Ganzes nehmen und wir müssen auch sagen, wir haben einen Teil von der medinesischen Phase. Jetzt wird man sagen, wie Medina-Phase, da hatte der Prophet doch einen islamischen Staat. Wir leben doch hier nicht in Österreich oder in Deutschland in einem islamischen Staat. Ja? Das stimmt. Aber der Unterschied zu damals, es gibt einige Parallelen, nämlich in der medinesischen Phase gab es Ahlul Kitab und es gab Munafikun. Die gab es nicht in der mekkanischen Phase der lauten Dawa. Vom 3. bis zum 13. Jahr, diese 10 Jahre. Die gab es erst in der Medina-Phase. Und heutzutage haben wir unter uns Munafikun. Möge Allah uns bewahren, Amin. Wir haben es mit Ahlul Kitab zu tun, mit Juden und Christen. Das heißt, die Situation ist schon anders.
Und wir müssen gucken, wie hat der Prophet, ist der Prophet mit diesen Leuten verfahren. Ja? Jetzt, warum macht man die Dawa Jahriya? Es gibt Sirriya, was ist das? Die geheime Dawa. Und Jahriya, das ist die Dawa, die öffentlich ist. Warum ist der Prophet a.s. überhaupt von Sirriya zu Jahriya übergegangen? Warum? Ganz einfach, weil die Grundlage der Dawa ist die Öffentlichkeit. Das ist der Asl. Weil Dawa, was heißt Dawa? Dawa heißt linguistisch Ruf. Ich rufe. Weil das Ziel der Dawa ist, die Botschaft, den Islam, an die Menschen zu bringen. Wenn ich aber flüstere, dann hört mein Ruf nur der, der neben mir sitzt. Wenn ich aber Mittel benutze, um den Ruf zu verbreiten, das heißt, ich schicke Briefe, ich gehe in die Städte, ich gehe zu den Leuten, dann hören meinen Ruf mehrere. Und das ist das, was der Prophet gemacht hat. Was hat der Prophet gemacht? Der Prophet, als Allah zu ihm gesagt hat, وَأَنْذِي أَعْشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, warne deine nächsten Verwandten. Was hat er gemacht? Der ist öffentlich zu Jabal Safa gegangen. Warum zu Jabal Safa in Mekka? Weil dort viele Menschen waren. Der wollte die Botschaft an viele Menschen wie möglich bringen und er hat gerufen. Was hat er gerufen? Ja Subaha. Das ist wie so ein Alarmruf gewesen. Um alle Leute zu rufen. An anderer Stelle hat er jeden einzelnen Stamm gerufen. Die sollen kommen. Er hat was Wichtiges zu sagen. Hat er gesagt, was würdet ihr sagen, wenn ich euch sage, dort im Feld, dort im Tal ist ein Heer, die wollen euch überfallen. Würdet ihr mir glauben? Atusaddikunani? Law akhbartukum anna fil wadi jayshun yuriduna yaghzu alaykum? Atusaddikunani? Okay, Makol, ja. Was haben sie jetzt gesagt zu ihm? Naam, ma jarabna alayka kadhiba. Ja, wir würden dir glauben. Warum? Weil wir von dir noch nie eine Lüge gehört haben. Was hat der Prophet gesagt? Hat er gesagt, ja, lass uns interreligiösen Dialog führen. Hat er gesagt, lass uns erstmal einen Kaffeeklatsch machen. Lass uns eine Woche in die Kirche gehen oder in den Tempel und eine Woche gehen wir in die Moschee. Der hat gesagt, فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدِي أَذَابٍ شَدِيدٍ. So bin ich euch ein deutlicher Warner vor einer heftigen Strafe. Ganz am Anfang, eine Rede hat er gehalten, er hat alle Stämme gerufen, hat gesagt, Ja, Bani so. Hat jeden Stamm einzeln gerufen, hat gesagt, kauft euch selber vom Feuer los, ich kann euch vor Allah nicht helfen. Kauft euch selber vom Feuer los, ich kann euch vor Allah nicht helfen. Kauft euch vor der Strafe los. Wie oft hat er da die Hölle erwähnt? In einer der ersten Reden? 10 Mal. Ihr könnt das nachlesen in den Sirah-Büchern, Rahik al-Maktum beispielsweise, oder von die Sirah von Ibn Kathir, von Niheya wa Bideya wa Niheya, kann man das nachlesen. Deswegen sagen wir, was ist jetzt mit einem heute? Wir haben gesagt, wir sind in welcher Phase? Wir sind in der Phase der öffentlichen Dawa. Was ist jetzt, wenn einer in der heutigen Zeit, in der Zeit der öffentlichen Dawa, sagt, der Islam ist die wahre Religion und wer diesen Weg nicht folgt, geht in die Hölle. Allah sagt im Koran, Surah 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wer eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm nicht angenommen werden, und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Hat derjenige etwas gemacht, was Falsches? Oder ist er den Weg des Propheten gegangen? Kann sich jeder die Frage selber beantworten. Wir haben gesagt, laute Dauer, der Prophet ist öffentlich gegangen, egal ob das denen gefällt oder nicht. Warum sage ich das? Warum sage ich das? Weil wir müssen kapieren, es wird Leute geben, denen kannst du die Sonne vom Himmel holen. Aber das wird ihnen nicht gefallen. Aber dann sehen Muslime, oh, der hat mit dem und dem geredet, dem hat es nicht gefallen. Oder war die Dawa falsch? Nee, die Dawa war nicht falsch. Wenn du mit einem redest und sagst ihm hier, der Islam ist die Wahrheit, der Koran ist die Wahrheit und so weiter und so fort. Und er sagt danach, ich will nicht. Dann ist der Fehler nicht bei dir. Dann ist der Fehler bei ihm. Warum sage ich euch das, Brüder? Weil wir müssen das verinnerlichen. Es gibt so viele Brüder, ja, die versuchen, Dawa zu machen, dann treffen sie irgendeinen Nicht-Muslim, der sagt, ja, nee, finde ich anders. Und dann sagen sie falsch, oh, ich habe bestimmt einen Fehler gemacht. Was war mit Nuh, a.s.? Wie haben sie reagiert auf seine Dawa? Rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara. Oh mein Herr, ich habe mein Volk bei Tag und Nacht aufgerufen. Falam yazidhum du'a illa firara. Und mein Aufruf hat sie nur dazu geführt,
zu flüchten von mir. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَعْبِيَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Und wenn ich die aufrufe, dann haben sie die Finger in die Ohren gesteckt. Hier, die Finger in die Ohren, ich will dich nicht hören. Ich will nichts von Islam hören. Ja? Haben die Kleidung über den Kopf gelegt. Ja? Warum? Weil sie nichts von Islam hören wollten. Und die sind weiter, haben weiter ihre Sünden gehabt, sind weiter stur geblieben, haben weitergemacht. Was heißt das? Das heißt, wenn einer mit der Dauer des Islam zufrieden ist, dann heißt das nicht, dass derjenige, der die Dauer gemacht hat, einen Fehler gemacht hat. Bruder, du hast es heute mit den größten Verbrechern zu tun. Leute, die Comics vom Propheten a.s.w. schreiben, die ihn als Verbrecher bezeichnen, den Propheten a.s.w. Und dann redet ein Muslim mit solchen Sturköpfen, die die Wahrheit wissen, aber verleugnen. Da sagen sie, die Dawa war bestimmt zu aggressiv. Das war zu... Ja, Achi, wo leben wir? Achi, wir müssen nicht immer Mitleid haben mit jedem Käfer, der rumläuft. Ja, sobald der irgendwie widerlegt wird. Achi, ich habe einmal einen Vortrag gehabt, ja. Da ist einer bei meinem Vortrag, stell dir mal vor, du gehst in die Kirche rein, und das habe ich nie jemandem gesagt, stell dir vor, du gehst in die Kirche rein, der Pfarrer hält die Predigt, und du fängst an zu rufen, hey, alles falsch, du musst an den Kreuz, in der Kirche jetzt, ja? Stell dir das mal vor, ich rede jetzt in der Kirche, nicht so. Wir halten einen Vortrag, da kommt ein Christ, und der ist die ganze Zeit am Rumschreien, und ist die ganze Zeit den Vortrag am Stören. Jesus lebt, Jesus lebt, du musst ihn annehmen, das Evangelium, ist die ganze Zeit am Schreien. Ich sage, Mensch, schrei doch nicht so rum, nachher lernen die noch, du bist ein Hassprediger. Komm mal nach vorne. Ja? Dann hole ich ihn nach vorne, dann habe ich ihn zwei Fragen. Ich habe gesagt, guck mal, ich habe meine Frage, ich habe ein paar Fragen an dich. Erste Frage, ist Jesus Gott? Er wusste schon, das ist ein Missionar. Das Problem ist, die Leute sehen ja seinen kleinen Mann, die wissen aber nicht, wer dahinter steckt. Das sind Leute von Freikirchen, die sich darauf spezialisieren, die Muslime durcheinander zu bringen. Ich weiß, mit wem ich dort zu tun habe. Dann redet er direkt programmiert. Ja, er ist Gott und der Sohn Gottes und für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben. Ne? Direkt programmiert. Deswegen kommt das direkt zu. Er sagt nicht, ja, er ist Gott und der Sohn Gottes. Okay, alles klar, schön. Gut, dann habe ich eine Frage. Weiß Gott alles? Ja, er weiß alles, sagt er. Sage ich, lügt Gott? Er sagt, nein, Gott lügt nicht. Habe ich zu ihm gesagt, okay. In Markus 13, Vers 32 in der Bibel, bei euch in der Bibel, steht, dass Jesus gefragt wird, wann ist der jüngste Tag? Da sagt Jesus sinngemäß, das ist laut deiner Bibel, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur Gott. Hat Jesus hier gelogen oder wusste er es nicht? Was gibt er für eine Antwort? Er ist voll in die Falle reingefallen. Er sagt, er wusste es nicht. Das ist gut, du hast eben gesagt, Gott weiß alles. Und dann, was will er dann? So, ich kenne die Fraktion. Versteht ihr, er will dann das Mikrofon haben. Versteht ihr, er hat gerade die Antwort gegeben, er weiß es nicht. Verstehst du? Er will jetzt das Mikrofon haben und will sagen, ihr müsst Jesus akzeptieren, er ist für eure Sünden gestorben. Verstehst du? Ich lasse ihn noch nicht bei meinem Vortrag seine Missionarsarbeit durchführen. Da kommen dann nachher die Brüder und Schwestern. Warum habt ihr ihn denn nicht aussprechen lassen? Hör mal, der hatte erstmal gar nicht das Recht gehabt, überhaupt zu reden, nach vorne zu kommen. Der kann froh sein, überhaupt von mir das Recht bekommen zu haben, auf zwei Sachen zu antworten. Der hat sich selber blamiert. Und jetzt kommen aber die Muslime, da ist gerade jemand, ja, der den Islam bekämpfen will, blamiert worden und haben Mitleid mit dieser Person. Wisst ihr, was das ist? Soll ich sagen, was das ist? Das ist ein Zeichen von Nifaq. Uqsimu billahi al-azim, das ist ein Zeichen von Nifaq. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der größte Munafiq, ja, als der Prophet a.s. Bani Qainuqa rausgeschmissen hat. Ja? Bani Qainuqa, was haben die gemacht? Ach, guck mal, ach, das war Allahu Akbar. Ach, Bani Qainuqa, ja? Da ist eine Frau mit Niqab hingegangen, die wollte an den Markt von Bani Qainuqa, war einer der drei Stämme der Juden in Medina. Banu Nadir, Banu Qainuqa und Banu Qurayza. Ist dort hingegangen, dann wollte der Mann sie dazu zwingen, ihren Schleier wegzunehmen. Hat sie sich geweigert, weil die Power hatte, die Frau. Ja, die hat sich nicht klein kriegen lassen. So, dann
haben sie ihr hinten das so festgemacht, dass sie, als sie aufgestanden ist, wurde sie untenrum entblößt. Sie wurde untenrum entblößt, ihre Scham wurde gezeigt, dadurch, dass sie ausgetrickst haben. Da hat sie geschrien um Hilfe, da kam ein Muslim und hat diesen Juden, der das gemacht hat, eine gegeben, der ist tot umgefallen. Dann haben die Juden den Muslim umgebracht. Dann kam die Botschaft, übrigens, das soll kein Aufruf zur Gewalt sein, ich rede hier über geschichtliche Ereignisse, damit wir merken, wie diese Leute gewesen sind. Was ist dann passiert? Dann kam es zum Propheten. Was hat der Prophet gemacht? Hat er gesagt, ja, wir machen erstmal interreligiösen Dialog, wir müssen erstmal die UNO anrufen, die NATO, keine Diskussion. Vorher diese von Bani Qaynuqa, das war nach der Ghazwatul Badr, haben sie gesagt, hier, ihr Muslime, hier Mohammed, bildet nichts ein, ihr habt jetzt gerade Leute bekämpft, die keine Ahnung vom Kämpfen haben. Aber wenn ihr gegen uns kämpft, dann wisst ihr, wer die Männer sind. Kurze Zeit später hatten sie das Vergnügen gehabt. Der Prophet hat direkt eine Armee dorthin geschickt. Wer war der Führer der Armee? Hamza ibn Abdul Muttalib. Alles klar. Dann haben sie direkt das Vergnügen gehabt. Der war ja sowieso unschlagbar, ja? So. Und da, was ist passiert? Haben sie die vertrieben. Dieser Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der hatte Mitleid mit denen gehabt. Ja, nein, lasse meine Freunde in Ruhe, versteht ihr? Deswegen sage ich, das ist eine Eigenschaft von Munafikun. Immer der größte Feind, und das soll kein Aufruf zur Gewalt sein oder so, sondern ich rede über ein geschichtliches Ereignis, damit wir spüren, wie wir uns als Muslime fühlen müssen, subhanallah. Auf jeden Fall kam es zu der Dawa Jahriya, ja, und was ist direkt danach passiert? Nachdem der Prophet öffentlich aufgerufen hat. Ihr wisst das bestimmt, ihr wisst das alle, ich weiß, ihr seid schüchtern. Das Erste, was passiert ist, war, wer hat sich gemeldet? Einer von den Übelsten der Üblen, Abu Lahab. Tabban lak, sa'ir al-yawm. Alli hadha jama'tana. Ja, möge deine Hände vergehen. Hast du uns wegen dieser Sache Rumaisa? Also, hast du uns wegen dieser Sache jetzt zusammengerufen? Und dann kam dir die Sura herunter. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Direkt. Das heißt, wann hat der Kampf gegen die Dawa angefangen? Als die Dawa öffentlich wurde. Warum? Du, das müssen wir wissen. Alul Batil. Die falschen Gruppen interessieren sich nicht dafür, was du anbetest. Du kannst ja auch zu Hause, kannst du dir einen Schweinskopf holen, der stinkt vom Bauernhof, und kannst ihn anbeten. Das interessiert den nicht. Aber sobald du anfängst zu sagen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dann geht's los. Warum? Weil La ilaha illallah besteht aus zwei Teilen. Al-Kuffar bit-Tarut wal-Imanu billah. Das heißt, dass man erstmal den Kuffar verabschiedet. La ilaha. Was heißt das? Das heißt, dass man glaubt, dass die Ibadah des Tarut, des falschen Götter, falsch ist. Dass man sie hasst. Dass man sie befeindet. Dass man dagegen ist. Versteht ihr? Das ist der Punkt. So, das heißt, als der Prophet a.s. sagt, La ilaha illallah, damit hat er gesagt, guck mal hier, eure Götzen hier, eure Lat, Uzza, Manat, Hubal, die sind alle falsch. Und eure Lehren sind alle falsch. Das heißt, La ilaha illallah. Das ist die Dawa. Versteht ihr? Ist alles falsch. Euer ganzes System ist korrupt. Das hat er damit gesagt zu denen. Und deswegen haben die den Angriff. Und deswegen heute, ach, es interessiert sich keiner dafür, wenn du in der Moschee sitzt und du betest, ich bin angepasst. Interessiert keinen. Aber sobald du sagst, hier, der Koran ist die Wahrheit, die Sunna ist die Wahrheit, der Islam ist die Wahrheit und alles, was dem widerspricht, ist falsch.
Und interessiert uns nicht, ob ihr rumspringt wie Rumpelstilzchen oder ob ihr euch darüber aufregt. Das ist die Wahrheit. Dann geht es los. So, dann gucken wir mal, was waren damals die Methoden, mit denen sie angegriffen haben? Methode Nummer 1, und das muss nicht unbedingt in der Reihenfolge sein, wenn ich sage Methode Nummer 1, Methode Nummer 2. Sie haben sich lustig gemacht. Über wen? Über die Leute, die den Islam angenommen haben und über den Propheten a.s. Es steht zum Beispiel Surat al-Mutaffifin, was steht dort? Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yathakun wa idha marru bihim yataghamazun. Das heißt, die Übeltäter haben über die Gläubigen gelacht. Und wenn sie an ihnen vorbeigegangen sind, haben sie sich so Zeichen gegeben, so zugezwinkert. Ja? So. Und über den Propheten, a.s.w. Als er nach Thaqif gegangen ist, was haben sie zu ihm gesagt? Er ist im 10. Jahr nach Taif gegangen, hat mit dem großen Stamm Thaqif geredet. Und was haben die Führer gesagt? Sie haben gesagt, hat Allah, a'udhu billah, hat Allah keinen anderen gefunden außer dich, um zu senden? Ama wajidallahu ahadan yursilu ghayrak? Hat Allah keinen anderen gefunden? Sie haben sich lustig über den gemacht. Und wisst ihr was? Heute genau dasselbe. Heute machen sie sich auch über die Duat lustig. Und über wen machen sie sich lustig? Über die Folger. Zum Beispiel in YouTube, dann zeigen sie dann ein Video, dann schreiben sie dann Bier irgendwas, ja, oder schreiben dann, zeigen mich dann als Vogel oder haben irgendwie den Kopf entstellt, ja, wollen sich lustig machen. Oder über die Folger, die den Islam annehmen, sagen sie, ja, das sind alles so Leute, die sind nicht gefestigt, die kamen alle mit ihrem Leben nicht klar. Wisst ihr, was das Schöne daran ist? Das ist genau das, was sie über die Sahaba damals gesagt haben, Leute. Die haben gesagt, das sind alles die Armen, dem folgen die Sklaven und die Schwachen. Nur diese Sklaven und die Schwachen, die haben 50 Jahre später die ganze Welt erobert, Kollegen. Deswegen sagen wir nur, macht mal weiter so. Und in 50 Jahren sprechen wir uns inshallah wieder, wenn wir dann noch leben. Verstehst du? So sieht die Sache nämlich aus. Ja, das ist das, Bruder. Das war eine Generation, achi, unglaublich. Aber wir reden nicht davon, um zu sagen, boah, schön. Wir reden darüber, um zu sagen, wir wollen auch so sein. Achi, Amr ibn As, der war erstmal ein Feind gewesen. Der hat nachher den Islam angenommen, der hat Ägypten erobert. Als in Ägypten war, da haben die Römer sich versammelt. Und übrigens, diese Kriege der Muslime waren nicht so Kriege, wie viele denken, so dass sie als Besatzungsmacht empfunden wurden. Im Gegenteil, die wurden als Befreier gesehen. Als Befreier von korrupten Regimen, wie den Römern und den Persern, die die seit Jahren versklavt haben. Das muss man mal verstehen. Ja, jedenfalls haben die Römer sich organisiert und die haben tausende Soldaten gestellt. Dann hat Amr ibn As einen Brief an Umar al-Khattab von Ägypten nach Medina geschickt. Er braucht Verstärkung. Dann hat Umar al-Khattab Verstärkung geschickt. Wie viele? 4 Mann. Hat einen Brief dabei geschrieben und hat gesagt, jeder von denen ist wie 1000. Allahu Akbar. Einer davon war Zubayr ibn al-Awwam, radiallahu anhu. Einer der größten Krieger des Propheten, a.s. Jeder von denen ist mit 1000. Viel Spaß können wir denen dann nur bei sagen. Auf jeden Fall, um zurückzukommen, das war damals so und heute ist es genauso. Und jetzt gucken wir mal, was hat der Prophet damals gemacht? Was hat der Prophet gemacht, wenn man sich über ihn lustig gemacht hat? Ich will jetzt was von euch hören. Es reicht mir jetzt. Wie hat der Prophet reagiert? Hat er gesagt, aua, lass mich in Ruhe? Ich gebe euch ein Beispiel, aber ist nicht zum Nachmachen jetzt.
Das ist eine spezielle Situation. Ich gebe dieses Beispiel nur, weil, ihr müsst wissen, die Feinde des Islams, die haben es geschafft, unseren Propheten, unsere Religion so darzustellen, wie so Leute, die Angst haben, die sich ohrfeigen lassen. Der Prophet, a.s., der hat seinen Kopf nur für Allah herabgelassen. Und für keinen Feind. Das muss man sich merken. Ja? Einmal, und das ist eine bestimmte Situation, ist der Prophet, a.s., um die Kaaba gegangen. Das war doch in Mekka. In Mekka, um die Kaaba gegangen. Und da waren die Muschrikun dort, und die haben sich dann über ihn lustig gemacht. Oh, oh, oh. Genau wie heute. Also natürlich nicht alle. Guck mal Leute, wenn ich darüber rede, ich meine nicht jede einzelne Person, ich meine einige Leute. Ja? Ja? Heute sagt sie, ach guck mal hier, die sind ihr Gesicht im Dreck am... Genau dieselben Sprüche wie damals. Ist das nicht krass? Guck mal, dann der Prophet geht um die Kaaba, der kommt an denen vorbei, sind am Lachen und am Labern und am Labern. Runde Nummer 1. Runde Nummer 2. Sind wieder am Lachen, sind sich selber zum Narren am Nehmen. Runde Nummer 3. Der Prophet a.s. ist alleine. Aber das ist der mutigste Mann. Wenn man heute fragt, was sind die Eigenschaften des Propheten, dann sagt dir jeder, guck mal, ich habe das schon mal selber ausprobiert in Gruppen von Brüdern. Ich habe gesagt, nenn mir mal ein paar Eigenschaften des Propheten. Da sagen sie alle, ja, aber der großzügig, der war sanftmütig, der war weise. Stimmt alles. Aber ich habe noch nie gehört, außer Leute, die sozusagen mit mir immer zusammen sind, dass die gesagt haben, der war mutig. Ach, das war der mutigste Mensch von allen. Ach, der war alleine, da hat er sich vor den hingestellt, hat die angeguckt und die waren erstmal schockiert. Dann sagt er, أَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ Hört ihr, o ihr Leute von Quraysh? وَلَذِي نَفْسِ مُحَمَّدٍ بِيَدِي جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ Das heißt, bei dem, in dessen Seele Mohammeds, in dessen Hand Mohammeds Seele ist, ich bin zu euch gekommen mit der Abschlachtung. Wörtlich, damit ist gemeint mit eurer Vernichtung. Ach, die wussten gar nicht mehr, was sie sagen sollen. Einmal, da war Fatima, die war in der Moschee gewesen. Fatima ist eine Frau, seine Tochter, radiallahu anha. Und da haben sie gesagt, wir wollen den Propheten, haben die abgeschrieben, wie sie ihn töten wollen. Ja? Dann ist sie zu ihrem Vater gegangen, hat geweint und hat ihm gesagt, die wollen dich töten. Was hat der Prophet gemacht? Natürlich, als er geflüchtet ist von Mekka nach Medina, das war ein Befehl von Allah. Ja? Und das war in diesem Fall, haben die sich alle zusammengetan. Aber in diesem Fall, was hat er gemacht? Er hat Wudu gemacht. Und wo ist er hingegangen? Er ist direkt in die Moschee gegangen zu den Leuten, die gesagt haben, sie wollen ihn töten. Jetzt stell dir mal vor, du hörst, da sind Leute, die wollen dich umbringen. Und nachher diese Leute, das waren keine Kinder. Ja, also diese Quraysh, das waren keine einfachen Leute. Das waren nicht irgendwelche Heulsusen gewesen, das waren schon gefährliche Leute gewesen. Ja? Also das muss man schon im richtigen Kontext verstehen. Das war, mit denen war nicht gut Kirschen essen, wie man so schön sagt. Ah, der Prophet, der macht Wudu, der geht zu denen hin, die gesagt haben, sie wollen ihn töten, der nimmt Erde vom Boden und schmeißt denen die Erde ins Gesicht und sagt, Shahad al-Buju. Das heißt nach dem Motto, mögen eure Gesichter hässlich werden. Ach, als die den gesehen haben, dass der kommt ganz alleine. Hat nicht gesagt, ja, Hamza, Umar ibn al-Khattab, dass er hier die zwei richtig schweren dabei hat. Der ist alleine hingegangen. Kannst du dir das vorstellen? Und er schmeißt das. Und als sie den gesehen haben, dass der kommt, da ist direkt das Kinn auf die Brust gefallen. Was will ich euch damit sagen, Brüder? Erstmal, ich will euch nicht sagen, macht das nach. Ja? Sondern wir sind in einer Situation, ja, wir sind in einer Situation, wo es besser ist, ja, einen Gang runterzuschalten. Aber einen Gang runterzuschalten heißt nicht, den Rückwärtsgang einzulegen. Ja? Das sind Unterschiede. Gang, das war jetzt der fünfte Gang sozusagen gewesen. Ja? Fünfter Gang Vollgas. Wenn ich sage, ein Gang runter heißt vierter Gang. Nicht Rückwärtsgang. Rückwärtsgang heißt, aua, aua, ihr tut mir alle weh. Nein, hingehen. So, gestern wurde ich gefragt von einer Frau, und glaubt es mir, ich kenne das aus dem Leben.
Wenn du Leute drauf ansprichst, wenn du sagst, hör mal, weißt du, es fängt so an, jemand fängt an, dich zu schubsen, du lässt dich schubsen, ja, bitte nicht, dann gibt er dir eine Ohrfeige. Du, dann machst du so, dann tritt er dich nochmal, dann schlägt er dich runter, liegst auf dem Boden, tritt er noch auf dich drauf. Aber würdest du direkt am Anfang sagen, hey, was soll das? Dann sagt er, ja, da fängt er an, mit dir zu diskutieren. Ist es so oder ist es nicht so? Ihr kennt das garantiert selber. Die Leute denken immer, wenn sie sich zurückziehen, werden sie in Ruhe gelassen. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Glaubt es mir, guckt euch mal in der Gegend um, guckt euch mal in eurer Jahiliya-Zeit um. Ja, so auf der Straße beispielsweise. Wenn du dich zurückziehst, wirst du erst recht angegriffen. Das ist Quatsch. Ach ja, ein Löwe, dem man die Zähne zieht, der hat nichts mehr, der hat keine Kraft mehr. Und deswegen habe ich gestern haben Frauen gesagt, was ist, wenn sie beschimpft werden auf der Straße? Ja? Ich habe gesagt, zur Rede stellen. Weil wenn du nicht sagst, du gibst denen das Gefühl, die haben Recht, sag zu denen, was ist ihr Problem? Ich kann mich hier anziehen, wie ich will. Sie reden doch hier von Meinungsfreiheit und so weiter. Ich kann hier anziehen, was ich will. Hier in Österreich kann man sich einen Punkerfrisur machen mit so einem Ding hier oben und ich kann mir hier so einen riesengroßen Nasenring reinmachen, der bis zum Bauchnabel geht. Also kann ich mich auch anziehen, wie ich will. Geht sie überhaupt nichts an. Sie reden hier von Toleranz, da kommen sie dann, ja, aber in ihren Ländern. Unsere Länder habt ihr erobert und unterdrückt mit der Kolonisation und Millionen von Menschen platt gemacht. Unsere Länder, den meisten Ländern, das sind Leute an der Macht, die ihr eingesetzt habt. Was wollt ihr denn? Die einzigen, die dort unterdrückt sind, in den meisten zumindest, sind die Muslime selber. Ach, als Dings war, als dieser Anschlag in Alexandria auf eine Kirche passiert ist. Ach, die Muslime machen keinen Anschlag auf eine Kirche. Ja? Da kam nachher raus, das war das Regime selber gewesen. Was haben sie dann gemacht? Da haben sie einen Schüler genommen von einem großen Scheich aus Alexandria. Dieser Scheich heißt Yasser Burhami. Ja, da haben sie diesen Schüler gefoltert, weil sie wollen, dass er zugibt, dass er die Kirche in die Luft gejagt hat. Hat er aber nicht gemacht. Er ist bei der Folterung gestorben. Hast du davon was im Fernsehen gehört? Nö. Ja, was meinst du, wenn aber im Iran ein Christ... ein Muslim Christ wird, dann weiß jeder davon Bescheid. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, Brüder, wir müssen uns nicht verstecken und unterdrücken lassen.